Hallo, liebe Leute, ich brauchte ein neues Zweithandy. Das alte hat nicht so richtig funktioniert. Und da habe ich mich bei Aldi für das Alcatel 4047F entschieden. Das ist ein 5 Zoll Smartphone zum Preis von 49,99. Dazu gibt es ein Starterpaket mit 10 Euro Startguthaben. Heute ist das Paket gekommen, also gestern oder vorgestern habe ich es bestellt und heute ist es gekommen, 2 Tage später. Und hier so einen kleinen Deckel, ich habe es schon mal ausgepackt. Da haben wir den Karton von dem, und das Handy habe ich auch schon mal aufgemacht. Hier ist so eine Folie drauf geklebt. Dazu ist hier ein Ladegerät. Dazu das Ladegerät. Na, mit einer Hand ist das auch immer schwierig. Ist halt nicht mit zum USB. Dann hier das Handbuch. Handbuch, die Plastikrückkappe. Und hier von Aldi Talk das Starter-Set inklusive 10 Euro Guthaben. So, was haben wir noch? Ist noch irgendwas dabei? Ach, hier ist wahrscheinlich noch so ein Kopfhörerset. Alles in allem. Das war's schon. Ja, wie das mit dem Starter-Set funktioniert, weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht muss man da irgendwie noch mal sich registrieren. Oh, ja, Aktivierung unter alditalk.de möglich. Nur unter Aldi, nur online möglich. Das werde ich dann mal machen. Aber ich packe das dann jetzt gleich mal aus und dann werde ich mal sehen, wie sich das starten lässt und was es so kann. Nun setze ich hier mal den Akku ein in das Alcatel 4047F. Steht hier auch noch mal drinne. Hier sind die ganzen Nummern. Hier ist ein großer Akku, Lithium-Ionen-Akku. Da sind sie wahrscheinlich alle, ne? Egal, so, einfach mal rein. Dann sind hier ein paar SIM-Schächte. Hier, glaube ich, kann man Dual-SIM vermutlich und eine zusätzliche SD-Karte sicherlich möglich. Kamera hinten. Ja. Gut, da werde ich jetzt wohl meine Aldi-Talk-Karte reinstecken müssen oder eine andere. Nun Mal setze ich sehen. erstmal die SIM-Karten in das neue Alcatel 4047F ein. Hier habe ich zwei SIM-Schächte für die SIM-Karten und eine für eine Micro-SD. Ich habe jetzt hier schon mal eine SIM-Karte, die schieben wir jetzt einfach mal hier in diesen Schacht rein drinne und die Micro-SD in diesen 16 GB Micro-SD nochmal dazu. Hatte ich noch aus dem alten Handy. Und jetzt sind die drinnen, die SIM-Karten. Nun noch schnell den Deckel drauf. Und jetzt machen wir es mal an. Mal gucken. Da muss man ein bisschen länger drücken, ne? Das halt so ist. Oder muss ich es erst aufladen? Ah, gut. Ah, jetzt geht's los. Alcatel. Powered by Android. Dauert ein bisschen mit dem Hochladen. U5 heißt das. Ach ja, Alcatel U5. Schöne Musik. Alcatel U5. Schon immer nicht 4F 404 F 404 F 4047F. Na gut, egal, U5 wird es wohl heißen. Alcatel U5. Jo, die PIN-Nummer nochmal entern. Da habe ich jetzt hier so ein. Okay. Und welcome. Ah ja, jetzt können wir hier jetzt starten. Also jetzt starten. Mal gucken. Geht eigentlich recht zügig. SIM-Karte 2. Ah ja, gut, haben wir. Auf Weiter. Als neues Gerät einstarten, Apps und Daten behalten.
Sicherung wiederherstellen oder vom Gerät kopieren. Es ist schwer zu sagen. Ich mach's mal. So Datensicherung wieder. Ich mach mal als neues Gerät starten. Ah, jetzt sucht er ein WLAN. Gut, jetzt habe ich ein paar WLAN-Verbindungen. Dann könnte man jetzt. Ja, ich mache das denn. Ich habe hier drei WLAN. Also mehrere habe ich sogar noch, ja. Da mache ich jetzt richtig erstmal hier so, das WLAN ein. Habe ich jetzt eingerichtet, das Alcatel U5. Alles Gängige ist drauf. Hier ist der Play Store und. Ja, was man so halt von anderen Handys kennt, man kann hier sicherlich auch, man kann hier WhatsApp und sowas einrichten, was man so braucht, Facebook. Ne? Jetzt gehe ich mal kurz mal auf den Browser, damit man sehen kann, wie schnell sich das eigentlich auf, wie so schnell sich die Seiten aufbauen. Aber gut, ich bin ja jetzt mit WLAN drinne, hat letztendlich auch nichts zu sagen. Mache ich mal jetzt hier, hatte ich nicht mal, keine Ahnung, was das ist, mal YouTube. Ich habe im Hintergrund schon was aufgemacht. So mal YouTube haben wir jetzt hier und alles gut. Das Handy selber, ich habe hier auf dem Karton, hat auch noch eine Frontkamera und eine Rückkamera. Die Frontkamera hat, hier steht es alles, hier hat 5 Megapixel und die Frontkamera hat 2 Megapixel und die Rückkamera 5 Megapixel. Dann ist der Speicherplatz 16 GB erweiterbar mit einer Speicherkarte. Der Akku ist mit 2050 mAh beziffert und wir haben Android 7 drauf. Und hier ein Quad-Core 1,3 GHz und 5 Zoll, eben wie gesagt. Der einzige Pferdefuß ist, dass wir hier nur 3G haben, also kein LTE. Und aber gut, da muss man halt mit leben. Ne? Für 50 Euro ist, denke ich, meines Erachtens das Gerät gut. Fotos habe ich jetzt noch keine gemacht, aber hier nochmal rein, hier alles. Alles so, wie man es kennt. Und jetzt hier noch ein bisschen rum. Ja, ich habe da ein paar Apps draufgeladen und die laufen auch gut und zügig. Also als Zweithandy ist dieses Gerät für 50 Euro sicherlich sehr zu empfehlen. Also wenn ihr noch was eure eigenen Berichte oder eigenen Erfahrungen darüber posten möchtet, dann nutzt doch einfach die Kommentarfunktion. Grüße, Lothar.